Wir kaufen so lange Monopoly-Sticker, bis ich etwas gewinne. Ich würde sagen, wir starten locker flockig mit 500 Apfeltaschen und schauen am Ende, ob sich das Ganze wirklich lohnt. Also let's go. Und ich habe gar keine Ahnung, ob der McDonald's überhaupt so viele Apfeltaschen hat, aber zur Not suchen einfach alle in Deutschland ab. Meinst du, man kann das an diesen Touchscreen-Dingern überhaupt so viele eingeben? 500? Muss ich da jedes Mal drücken? Was ist denn mit den Türen und Kanten heute los? Wir nehmen natürlich zum Mitnehmen. Ich glaub, so vor Ort wäre hardcore. Wo sind denn Apfeltaschen? Okay, wir starten bei einer. Mal gucken, wie viel wir... Ey, das ist ja super langsam. Ey, das dauert ja ewig, bis wir da bei 500 sind. Ach, ich muss jetzt schon den Finger wechseln. Meinst du, wir kriegen die auch an der Kasse? Lass doch an der Kasse fragen, oder? Okay, wir haben jetzt wirklich 500 Apfeltaschen gekauft. Absolut crazy. Die meinten, das dauert eine Weile, so 2, 2,5 Stunden. Ich bin wirklich gespannt, ob wir davon was gewinnen. Schreibt es jetzt mal in die Kommentare, Leute. Wir müssen das jetzt manifestieren und mal gucken, was jetzt passiert. Oh, geil. David ist auch am Start. Was geht, Bro? Hast du gekauft? Ja, Mann, geil. Oh mein Gott. Gönn dir einfach 500 Apfeltaschen, Alter. Der Typ ist crazy. Das hier ist David, der hilft mir heute ein bisschen bei der Aktion. Was denkst du, was werden wir gewinnen? Ich will diesen fucking Kühlschrank. Der Kühlschrank ist das Wichtigste. Alles egal. Bali, scheißegal. Kühlschrank. Dieser Typ, weißt du, wir können bis zu 100.000 Euro gewinnen und was will er? Ein Kühlschrank. Why? Ich will da Sachen reinmachen, die gekühlt werden müssen. Cooler Plan auf jeden Fall. Ja. Ich denke, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten, bis wir die Apfeltaschen bekommen. Denkst du, die passen überhaupt in dein Auto? Nur knapp, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Angeblich sind die jetzt alle fertig. Ich guck mal, ob wir sie abholen können. Bitte. Oh, Entschuldigung. Hi. Wir hatten die Apfeltaschen bestellt und die sind fertig. Ja, kein Stress, kein Stress. Nee, 145 sind wir nicht. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Das sind einige. Perfekt. 240, okay, ich zähle einzeln nach. Wir haben für den Fall, dass man uns verzählt, ein paar mehr rein. Oh geil, das ist natürlich super nett. Soll ich das einfach so nehmen oder darf ich das schieben? 7 Tüten. Okay, alles klar. Bis gleich. Oh, wie fuck, was haben wir getan? Aber voll nett, dass die uns ein paar extra gegeben haben, hey. So, David, wir schaffen das. Ja. Die sind auch noch schön heiß. Ich würde sagen, wir machen noch eine Qualitätsprobe. Ich habe noch nichts gegessen heute. Geil. Lecker. Im McDonald's in Kitzingen. Wir sind das Auto. Die sind so nett und helfen uns auch noch, die ganzen Tüten zu tragen. Aber es ist einfach so unglaublich viel. Geht das? Kriegst du es hin, David? Einfach irgendwo hin. Was sagen Sie zu so vielen Apfeltaschen in Ihrem Kofferraum? Ich habe Hunger, ich habe noch nichts gegessen. Jetzt geht's los. Okay, David, was denkst du, wie lange würden wir brauchen, die ganzen Apfeltaschen selbst zu essen? 25 Minuten. Das will ich sehen. Ohne Witz, das haben wir getan. Wo habe ich eigentlich meine Apfeltasche hin? Ich habe eine angegessen. Welche war das? Irgendwo hier drin in der Kiste. Hinter deinem Ohr ist es. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert, aber shit. Weißt du, wir müssen ja noch die ganzen Sticker abziehen, bevor wir die bei der Bahnhofsmission abgeben. Stimmt. Fuck. Ja, dann frohes Abziehen. Frohes Abziehen, mein gutes Tag. Direkt der erste Code. Können wir was anderes haben außer Code? Können wir gewinnen oder können wir nur gewinnen? Ja, wir können nur Codes ziehen. Das wird so lange dauern. Die erste Tüte haben wir schon mal abgezogen. Wow. Das ist die erste von wie vielen? Ach, und die 800. Kiste halt. Also irgendwann von McDonald's hat anscheinend beim Filialleiter hier angerufen und wir kriegen jetzt noch irgendwas. Boah, was kriegt man wohl von McDonald's geschenkt, wenn man 500 Apfeltaschen kauft? Geil, ja dann okay. Kitzingen muss man mal ab und zu. Wir sind eigentlich aus Würzburg. Was hast du da gerade bekommen? Die ersten 25 Big Macs Gutscheine oder so. Getränke. Ja, das ist mega nett. Also Lifehack, Leute, ihr müsst einfach nur 500 Apfeltaschen kaufen und dann kriegt ihr 20 Big Macs und so. Okay, das hat jetzt viel zu lange gedauert, aber wir haben es endlich geschafft. Die ganzen Codes haben wir jetzt alle weg. Nein. Letzten drei. Es hat so lange gedauert, diese ganzen Codes abzuziehen. Ich höre euch mal diese Tüte. Grieche den Bali-Urlaub. Bali! Wir sind jetzt bei der Bahnhofsmission in Würzburg angekommen. Theoretisch schon abgesprochen, dass wir alles abgeben. Mal gucken, ob auch jemand da ist. Ah, da kommt jemand. Wir ein paar Apfeltaschen haben zum Abgeben. Können wir die 500 Stück, genau. Ihnen dann auch? Okay. Perfekt, dann holen wir die nächsten. Aber es ist richtig geil, dass die am Start sind und die nehmen. Und wir einfach so viele abgeben können, ey. Richtig nice. Wohin müssen wir? Hi. Müssen wir nur sagen, wohin ich sie hinstellen soll. Perfekt. Genau, das ist der Plan. Dann vielen Dank, was Sie tun und eben weiter verteilen. Dankeschön, tschüss. Wieder ein schöner, leerer Kofferraum. So, das lief jetzt richtig smooth. Ja. Also richtig geil, was die hier machen, dass das so einfach funktioniert hat. Danke auf jeden Fall an die Bahnhofsmission. Richtig, richtig stark, was hier gemacht wird. Und ich freue mich, dass sich so viele Leute heute Abend um eine Apfeltasche freuen können. Nur wir nicht. Ich hatte nicht alle. Stimmt, das ist nicht eine einzige. Ich habe wenigstens eine mir gegönnt. Alles, was übrig geblieben ist, ist jetzt noch diese kleine Tüte mit den ganzen Codes drin. Und das wird jetzt auch nochmal mega viel Arbeit. Aber ich bin gespannt. Und David fährt uns wieder hervorragend hier durch Würzburg. Ich würde sagen, wir machen eine richtig coole 2006er YouTube-Überleitung. Das Eingeben der 500 Codes haben wir dann auf 2 Tage aufgeteilt. An Tag 1 gab es ein TikTok-Livestream und das direkte Battle zwischen Team Blau und Team Rot. Und David, rechnest du dir noch Chancen aus für den nächsten 100? Nein. 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 Also gibst du jetzt eigentlich quasi schon auf? Ja. Tschüss, David. Hello, darkness, my old friend. Denn jeder von uns hat 250 Codes bekommen. Davon haben wir so viele eingelöst, wie es mit unserem Account möglich war. Wir hatten über 30 vorbereitet und trotzdem waren unsere Apps irgendwann gesperrt. Aber an Tag 2 haben wir dann separat voneinander die letzten 125 jeweils eingelöst. Und deshalb wird es jetzt Zeit, endlich die finalen Ergebnisse zu verkünden. In der Kategorie Sofortgewinne hat sich Team Rot insgesamt 41 Sofortgewinne mit insgesamt 3 Big Macs sichern können. Während sich mein Team Blau insgesamt 12 Burger gönnen konnte, aber nicht einen einzigen Big Mac. Dazu haben wir insgesamt 47 Sofortgewinne und den Win damit in dieser Kategorie mit nach Hause genommen. Aber natürlich geht es eigentlich um die Hauptsache,
Hauptgewinner. Haben wir eine Bali-Reise gewonnen? Hat David seinen Kühlschrank bekommen? Darum kümmern wir uns gleich, denn ich will erst noch sagen, was diese ganzen QR-Codes zu bedeuten haben. Das sind die QR-Codes zu diesen ganzen Sofortgewinnen, die wir natürlich niemals selbst einlösen können. Ihr habt die vermutlich auch schon im ganzen Video immer wieder aufpoppen sehen. Und die sind alle für euch. Also halt für die, die am schnellsten sind. Burger, Pommes, Eis, alles mit dabei. Und somit kommen wir zu den Hauptpreisen bzw. den Geldpreisen mit diesen Jackpot-Tickets. Davon gab es ja wirklich viele. Wir haben es ja im Livestream auch immer wieder mit euch zusammen aufgemacht. Und was soll ich sagen? Ganze dreimal haben wir wirklich was gewonnen. Und zwar hat alle drei David abgeräumt. Weiß nicht, was da los war. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab was gewonnen. Wir haben endlich einen Jackpot. Der Junge hat einfach dreimal den Jackpot abgeräumt, während ich nie gewonnen habe, und hat aber auch jedes Mal einfach nur 5 Euro gewonnen. Also ich meine, das ist schön für ihn, aber dass wir damit nicht den Preis von den Apfeltaschen wieder drin haben, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären, oder? Fazit also, die ganze Aktion hat sich absolut nicht gelohnt. Yes! Nice. Aber ihr könnt natürlich jetzt noch dafür sorgen, dass es sich gelohnt hat, indem ihr hier einen Daumen nach oben da lässt. Und da das mein erstes Video ist, haben von euch bestimmt noch nicht alle das Folge ich weggemacht. Deswegen abonniert doch einfach mal rein, das ist mein erstes richtiges Video und wir haben noch einiges gefunden.